Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten-Ratute beim Clan Bettis. Ja, der Titel heißt natürlich nicht sonst, wie geil ist das denn? Also ich muss schon sagen, das betrifft nicht dieses kleine Feuerwerk hier, denn Marcel hat sich überhaupt keine Mühe damit gegeben. Der gleiche Ton, den man hier hat, wenn man hier auf diese Raketenstation hier oder auf diese Raketen klickt. Also hat sich Marcel einfach gesagt, wir bringen hier nochmal sowas Ähnliches und mit dem gleichen Ton, naja, ist ein bisschen lame, aber wie geil ist das denn? Wie geil ist dieses Event hier? Hammer, 5 Tage, 17 Stunden, also es läuft schon ein paar Stunden. Ich habe es jetzt eben erst entdeckt, habe gedacht, naja, das Hockey-Event wird wahrscheinlich wieder so ein Hockey-Event sein. Ein Tag oder 2-3 Tage, nutze 10 Hocks und mache 300 EP und ein paar Gems. Nein, es gibt 600 EP und ein Truppenbeendigungsbuch, also ein Truppenbaubuch. Aber dafür musst du auch 25 Mal mit Hocks angegriffen haben. Das ist natürlich auch nett, aber 5 Tage, 17 Stunden sind also so 4,5, 4,3 Viertel Angriffe. Ich fange einfach mal mit den 11 an, würde ich sagen. Also wir fangen ja fast so an, wie wir aufgehört haben. Und ich habe so ein paar Hocks mehr gebaut. Habe natürlich erst gesagt, ach du Scheiße, jetzt musst du wieder Hocks bauen. Und das ist natürlich doof, weil genau die dunklen Truppen oder das Dunkle will ich ja sparen, aber die kosten ja jetzt hier im Event so gut gar nichts. Deswegen können wir sicherlich mal so ein bisschen hier mit greifen, also ähnliche Armee, wie wir gestern hatten. Ja, und hier musst du immer so ein bisschen abwägen, finde ich, bei diesen Spielen. Denn es gibt ja mehrere Faktoren, was du haben willst. Du willst den dicken Lot haben, du willst das Event haben, also du musst gewinnen, du darfst nicht verlieren, weil es geht ja nicht um Zerstörung oder so, wie bei den Clanspielen. Und deswegen, bei denen einfach mal mit. Der hat zwar ein paar noch aktive Infernos hier, aber ich denke, wenn wir hier, ich muss mal gerade gucken, wo wir hier eigentlich reinkommen können, erstmal wenig Beschuss kriegen. Das ist diese Seite hier. Ihr könnt euch schon denken, was wieder mal mein kleines Ziel ist. Der Minenwerfer soll jetzt mal schießen. Kann ich meine Mauerbrecher hier reinbringen? Sollen hier die Luftabwehr wegmachen. Meine Heiler, damit die Gas geben können. So, da sind die Heiler. Da habe ich die restlichen. Jetzt ziehe ich hier einfach die Bowler mit rein. So, also ein paar gehen natürlich außen rum. Denn die Hauptarmee steht hier natürlich aus was ganz, ganz anderem. Hier setzen wir mal den Sprung an, dass die springen können. Und mein Inferno macht jetzt auch schon so. Oder der Inferno des Gegners, Entschuldigung. Macht jetzt natürlich schon so ein bisschen Rabatz hier. Deswegen musste ich hier schon mal jetzt so ein bisschen Leute hier in Wut bringen. Da hinten gehen meine Heiler noch ganz gut durch. Die können jetzt auch mal ein bisschen mehr heilen, finde ich. Ich glaube, jetzt ist schon fast an der Zeit, wo ich sagen muss, Zeit für die Hawks hier. Ich habe gar nicht mal so viel dabei. Das seht ihr hier. Und die haben jetzt auch einen weiten Weg zu machen. Ich muss jetzt hier durchheilen in der Mitte. Äußeren sind jetzt nicht so ganz gefährdet. Der King ist jetzt zwar in der Mitte. Mal sehen, wie das wird. Wie wir uns das hier jetzt reinschlagen können. Hier ist jetzt Flächenschaden. Hier habe ich noch einen Zauber. Ich habe hier jetzt noch einen Zauber für einen Wutriesen. Sollen hier noch durchmarschieren. Jawohl, da gehen sie jetzt in die Mitte rein. Dann kann ich hier außen anfangen. So ein bisschen mit meinen kleinen Mini-Abtruppen. Ich habe ja nicht wirklich viel Abtruppen. Da seht ihr. Aber die Hocks sind jetzt in der Mitte. Und jetzt sind sie gerade weggeglitten. Queen ist noch dabei. Und die Riesen sind ja aber noch komplett in Heilung. Wo ist sie? Ach, die geht da rum. Okay. Kümmert sich um Probe. So, jetzt ist der Gegner King aber in der Mitte auch Kartoffel. Und dann war es das hier mit der Base. Und ihr seht hier, natürlich hat hier nichts geschossen. Kein X-Bogen, kein Adler. Wunderbar, also irgendwo muss man da auch den Kompromiss machen. Entweder verpower ich jetzt meine relativ billige Armee. Sie ist ja gar nicht mal teuer. In diesen Angriff hier mache ich hier einfach. Oh, ich habe vergessen, meine Queen zu zünden. Mache hier ein paar Pokis, mache hier ein paar bisschen Dunkles, denn im Moment ist die Armee ja wirklich günstig. Guck mal, was sie zum Nachdinieren eigentlich kostet. 2045. Da machen wir in jedem Fall, haben wir gerade schon über 2000 Gewinn gemacht.
Das, was wir natürlich jetzt auch machen, bei 2, das können wir eigentlich so lassen mit dem Einsprung. Und wir haben die gleiche Truppe jetzt fast nochmal fertig. Okay, der King muss jetzt pennen. Naja, macht nichts. Ich habe natürlich noch was für euch im Petto und habe natürlich hier auch Ziele, denn soll hier die nächste Luftabwehr, ich glaube, es wird hier, die soll hier hochgehen. 8,8 Millionen, die habe ich noch nicht ganz. Ich habe jetzt zwar noch was in der Klanburg, 1,4 Millionen. Ah, da fehlen mir noch 400.000 Gold. Mal sehen, wo ich das Elex rein verbrate. Ich hatte gedacht, das Elex geht vielleicht in einen Warden-Level, den ich dann durchgemme, denn man hat mich hier, ich habe mich hier vergessen aufzustellen. Ich wollte mit in den Clankrieg. Ist aber nicht so schlimm. Wir springen auf ein Rathaus 10. Da habe ich nämlich auch ein paar Rocks vorbereitet. Und ich habe gerade in der Aufnahme vorher gehört, dass ich mal wieder so ein paar Wörter verschluckt habe. Irgendwie bin ich wahrscheinlich beim Putzen mal wieder an meinen Mischpult gekommen, habe mal wieder so ein paar Regler rumgedreht mit dem Lappen oder was auch immer. Aber ich glaube, jetzt kommen die Wörter Riesen, Queen und Cleanup hier auch wieder richtig rüber. Und ihr seht das hier, ich bin auf dem RH10-Account. Der hat allerdings den Heilzauber noch nicht ganz fertig. Deswegen hauen wir uns den jetzt erstmal fertig. Ich kann nichts weiter nachtrainieren. Ich habe gedacht, ich level die Drachen hier weiter auf Level 5. Und da fehlt mir allerdings noch ein bisschen Elex für. Deswegen versuchen wir uns das mal hier reinzufarmen. Ich bin hier nicht ganz so hoch in der Liga mit dem Rathaus 10er und habe auch nicht exakt die Menge an Hocks mitgenommen, die ich mitnehmen muss. Das sind nämlich nur... Oh, das sind nämlich nur 9 Stück, die ich hier brauche. Ne, 10 Stück. Hier haben wir einen Single, hier haben wir einen Multi-Inferno. 4 Heiler. Jo. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Der sieht ganz gut aus. Was habe ich in der Clanburg? Ah, perfekt. Bowler. Vielen Dank, lieber Clan, dass ihr mir ein paar Bowler gegeben habt. Das ist wirklich, wirklich schick und nett. Muss ich mal so sagen. Jetzt muss ich hier schon mal so ein bisschen mit denen hier funneln und komme hier... Ah, oh, meine Maurer hier verrecken alle, oder? Ah, nee, sie sind doch nicht verreckt. Okay, dann können die sich da durchbeißen, die Riesen. Los, geht da mal durch, ihr Riesen. Dann kann ich doch hier meinen Sprung setzen. Helden hinterher. Und dann kann das hier jetzt richtig krass durch die Base, denke ich mal, gehen. Ihr dürft ruhig springen da. Ihr dürft da ruhig springen und die Bowler sind hier außen. Ah, okay, die haben die Queen weggemacht. Ist mir egal. Ist mir egal, ist nicht so schlimm. Von wo gehen wir jetzt? Ich denke mal, wir können jetzt von hier mit den Hocks reingehen. Queen ist weg. Ich spamme die hier mal rein. So, hier kommt der Giftzauber für den King, würde ich sagen. Den ziehen wir da mal rein, dass der nicht noch weiter da reingeht. Und jetzt muss ich eben mal den Weg der Hocks hier so ein bisschen beobachten. Wir gehen hier lang. Ich habe noch einen Heal. Meine Helden muss ich allerdings, glaube ich, gleich zünden. Wo sind denn eigentlich meine... Oh, das war jetzt doch suboptimal, hätte ich mal fast gesagt. Da muss ich da nochmal den Heil setzen. Und jetzt zünde ich mal meine Helden. Ich muss mal sehen, ich habe ja auch nicht so super viel Cleanup hier mit. Hier haben wir noch den Bogenschützenturm. Ach, den Bogenschützen, die Bogenschützen. Die Helden werden jetzt ja gleich drauf gehen. Oh, ich habe nicht mehr viel Hocks dabei, okay. Queen ist aber hier und 1, 2, 3, 4 Hocks mit den Riesen, die da gerade tanken. Ah, meint er, das wird was? Das wäre natürlich super. Bei diesem Lot hier würde mich das echt freuen, wenn wir das schaffen würden. Die Queen muss jetzt nur ein bisschen schneller sein. King ist in der Mitte noch und die Queen müsste jetzt noch ein bisschen schneller sein. Mal sehen. Ich mache jetzt gleich Folgendes. Ich werde den Tesla hier wenigstens jetzt ablenken. Komm. Ja. Das müsste eigentlich muss es reichen. Es wäre super für mich, wenn... Nein, der Tesla stirbt nicht, scheiße. Aber der King kann es noch machen. Oh, der King, der muss ja durch 1000 Mauern durch. Und da wird der Tesla wahrscheinlich ein bisschen zu stark für sein. Ah, so ein bisschen Lot ist noch über. Ärgert mich so ein bisschen. Ärgert mich. Ich kann den Gift auch nicht mehr setzen. Also wirklich nur auf den King, der hier jetzt noch auf das Elex-Lager gehen will. Die beiden Lakaien sterben natürlich. Ja, der holt sich jetzt noch den 164.000 Elex. Noch 26 Sekunden. Ah, suboptimal. Mist, das ärgert mich natürlich so ein bisschen, dass wir da das nicht gerissen haben. Denn die 164.000 hätte ich noch gerne mitgenommen. Ich denke mal, und noch eine Mauer für den King. Ja, sonst ist es immer die Queen, die die Mauern macht. Nein, heute ist es mal der King bei Toto.
Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben den trotzdem ganz gut gerockt. Ein bisschen dunkel ist es vor allen Dingen reingekommen. Ihr seht das, ich habe echt wenig an Dunklen hier. Und ich glaube, mit dem Bonus hier war das ein super Angriff. Also auch hier die Hocks genutzt. Oh, Clanbuch-Bonus bzw. CB-Bonus auch nochmal gekriegt. Das ist aber auch mein erster. Also ich habe hier echt nicht viel. 6,299 Mille, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Ich würde sagen, wir trainieren auch hier die Armee nochmal weiter und gucken einfach mal auf den Elfer, denn dort kann ich euch mal ein paar Hocks in Heilung zeigen. Und auch hier sehen wir mal so ein paar Hocks in Action gegen eine Max RH Out Rathaus 11 Base, also auch, das geht auch, aber ihr seht das ja hier, der Repo-Mann hat natürlich die Helden schon viel, viel höher als ich, 20er Warden, 50er Queen und 48er King, also das sind schon ein paar Heldenlevel von meinen entfernt. Aber letztendlich macht es natürlich die Taktik hier oben, funnelt er mit Riesen und Heilern. Also auch hier an der Stelle so eine ähnliche Truppe, wie ich es zurzeit so ein bisschen zum Farm benutze. Und zum Farm ist natürlich die Armee optimal, auch wenn sie derzeit Dunkles kostet. Aber überlegt mal, hier im Rathaus 11 Bereich kostet der Hock auf Level 7 nur 6 Dunkles. Da kannst du natürlich immer richtig eine fette Masse mitnehmen. Ja, so ein bisschen ist es mir natürlich bewusst, dass ich dadurch ein paar Pokis mache. Aber sei es drum, ich gehe dann letztendlich vermutlich wieder ein bisschen runter. Und ihr seht, dass sein Kill-Squad kommt hier schon recht tief in die Base rein, nämlich bis zum Adler. Der schießt jetzt, der schießt leider auf die Hawks. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber er macht natürlich Schaden auf die Hawks, aber er macht nicht den dreifachen Schaden wie auf Golems. Das ist nach wie vor entscheidend und entscheidend war hier sicherlich auch der Single Inferno. Der Bombenturm hier, oh, der hat den Hawks auch nochmal richtig schön wehgetan. Aber der Inferno ist hier auch sehr, sehr tiefstehend. Jetzt hatte der sich gerade so ein bisschen eingeschossen auf die Hawk-Rider, aber die gehen jetzt nochmal super durch die Base durch und jetzt hier in diesem letzten Compartment hier mit Riesen und den Hawks, die Riesen tanken und die Hawks gehen hier jetzt schön weiter durch. Die Riesen werden es natürlich, die werden es nur ganz, ganz knapp schaffen, aber was jetzt gleich richtig cool ist, das ist, dass die Heiler gleich nochmal kurz nochmal schwenken, nämlich jetzt die Heiler schwenken auf die Hawk-Rider. Das ist natürlich top, denn hier unten sind nur noch ein paar Riesen, ein paar Bowler. Ich meine, die Bowler hätten es auch gerissen. So ist es nicht, aber jetzt ist noch ein Hawk hier. Einer, nee, das sind zwei. Zwei Hawks. Zwei Hawks gegen drei Defenses. Super gemacht. Und Hawk Rider dann auch noch in Heilung zu kriegen. Ja, das ist einfach OP. So will ich das mal sagen. Und ihr seht das hier, die beiden Hawks, die machen jetzt auch noch die paar Lager und die Kasernen hier hinten, also richtig gut, aber hier von der Seite wären jetzt auch noch eine richtige Masse Bowler gekommen, die jetzt nicht mal in der Riesenbombe sterben und super gemacht hier, also auch im CK funktionieren diese Hawk Rider richtig, richtig gut. Glückwunsch Repo zu den 3 Sternen. Und da sind wir wieder auf meinem RH10 Account. Ich habe noch eine Minute Zeit. Ja, die Minute nutze ich einfach mal im Nachtdorf. Ich kann endlich mal wieder ein bisschen angreifen. Kampfmaschine ist hier auf 13. Ich habe meine Riesen, ihr seht das hier, auf Max-Level gezogen. Welche Truppe danach kommt, weiß ich noch nicht. Aber ich habe endlich diese Bombe fertig. Und ich habe auch den Clock Tower gemacht. Also die 9 Minuten Clock Tower hier. Gemessen an einer Bombe, die 4 Stunden lang läuft, oder an einer Mine, die 4 Stunden lang läuft, sind gesparte Zeit 1 Stunde 13 Minuten. Habe ich heute Abend mal ganz nebenbei so gestoppt. Ja, greifen wir hier eben mal an und mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Oh, hier tue ich mich im Moment sehr, sehr schwer. Aber mal gucken, die Zerschmetterer stehen hier sehr, sehr weit außen. 2 Sterne sind der... Ja, sind natürlich nicht der Sieg, aber mal sehen, okay, der hatte jetzt keine Fallen da. Dann können wir hier schon mal unsere Mauerheinis reinschicken und auch unsere Riesen hier reinschicken. Wo ist die Kanone? Die ist da. Dann nehmen wir die mal von hinten hier mit rein. Jetzt haben wir natürlich überhaupt, da geht jetzt noch so ein bisschen was rein. Wir müssen immer so ein bisschen auf den Multimörser aufpassen, denn der wird natürlich jetzt immer wieder unsere Barbaren unter Beschuss nehmen. Also spammen wir die hier immer dann, wenn der gerade mal so geschossen hat. Die Kampfmaschine können wir noch mal zünden hier. Mal sehen, ob die überhaupt Richtung Rathaus laufen hier. Richtung Meisterhütte. Ich glaube, das wird nichts hier. Das wird ein bisschen zu wenig Zerstörung. 43% da oben.
sind noch ein paar unterwegs. Ich habe hier zwar noch was an der Meisterhütte, aber das wird leider nicht reisen. Der Multimörser, ich glaube, ich muss dem Mörser hier entgegenkommen. 48%, das ist eine ganz, ganz enge Kiste. Ich glaube, das haben wir nicht gepackt. Ich glaube, wir machen besser im anderen Dorf weiter. Wir gucken hier trotzdem mal rein. Dann habt ihr mal einen Nachtdorfstatus von mir. Okay, Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Das war's. Tschüss. So, hier ist die Truppe wieder fertig. Und wir suchen uns den nächsten, vielleicht mal ein bisschen stärkeren Gegner. Oh, der hat richtig viel Dunkles hier. Aber so super hoch bin ich natürlich noch nicht in der Liga. Ah, den könnten wir natürlich machen. Hier, den machen wir auch. 400.000, 400.000, 2.000. Wir müssen gewinnen. Da ist eine La, da ist eine La. Komm, wir gehen hier mittig rein. Wir gehen hier mal mittig rein hier. Da ich beim anderen Account so ein bisschen im Boost bin, bin ich jetzt auch so ein bisschen im Zugzwang hier, so ein bisschen was zu machen. Das ist aber auch nie schlecht. Ich gucke mal, was habe ich in der Clanburg? Oh, ich habe noch mehr Riesen in der Clanburg. Okay, meine Maurer sind da durch. Die Riesen, da muss ich jetzt mal schauen, wie die hier jetzt in die Mitte gehen mit dem Boland. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier hinten fange ich mal an, meine Hocks so ein bisschen rein zu spammen. So, ein paar lasse ich mir mal noch offen. Und dann setzen wir mal, ja, jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich eigentlich noch einen Heal setze. Ich habe zwei Gift dabei. Sehr suboptimal. Das ist suboptimal. Kann man nicht anders sagen. Und wir wollen ja gewinnen, also setzen wir mal hier unsere Cleanup-Truppen und mal sehen, wie weit unsere Hogrider hier noch reichen. Hier hauen wir mal einen Heal auch auf die Riesen noch mit drauf. Und wir können die Hogs auch noch heilen. Der King ist noch dabei, okay. Ja, das war's. Wir können hier den einen Heilzauber, können wir uns sparen. Das werden in jedem Fall die Hogs und die Riesen da machen. Also haben wir den auch mal gemacht hier. Naja, den muss ich jetzt loswerden. Das ist echt doof. Zwei Giftzauber, das war suboptimal. Nicht gut geplant von mir, nicht reingeguckt. Zeitnot, er hat 10 Account, muss auch mit Hogs angreifen. Und den haben wir in jedem Fall gerockt hier, haben gute Ressourcen geholt. Und ich glaube, wir sind unserem RH11-Ziel hier ein klein wenig näher gekommen. Ja, das sieht gut aus. 8 Mille haben wir jetzt schon mal an Elex. Jetzt muss ich mal eben checken. 7 Tage der, 2 Tage 23 der. Ja, da ist in jedem Fall mit dem Bauarbeiter hier, den ich hier habe, eine Elex-Mauer drin. Und ich hole jetzt hier einmal aus der Treasury das Zeug hier raus. Dann müssten das, ja, das sind 9 Mille. Das ist super, 9 Millionen. Luftabwehr, diese ganze Flanke hier soll mal bestehen bleiben. Ich nehme diese Luftabwehr. Was ich aber noch, ich habe fast was vergessen. Ich wollte hier eben mal ein, zwei Sachen abbauen. Vielleicht kriege ich ja doch noch einen Glücksbaum hier in die Base rein. Mal schauen. Ich muss mal, schon mal anfordern, kann hier schon mal quick trainen, kann ich nicht Sprung, was habe ich hier jetzt zu viel, was habe ich hier zu viel, ah, okay, ich muss immer einen Sprung haben, den weg, zack, so geht es, und dann bauen wir hier noch einen Busch ab, und dann ist aber auch diese Luftabwehr hier dran. 8,8 Mille. Die Air Defense hier, die gönnen wir uns in jedem Fall. Und mein RH10 ist schon online. Ja, da ist er. Da springen wir sofort rein. Und mal gucken, 3 Gems im Busch. 8,8 Millionen, 12 Tage. Da geht er. Dann haben wir ein bisschen Gold ausgegeben. Wir haben noch reichlich Elex. Und auch, wir kriegen noch ein bisschen was nach. Denn mein nächster Bauarbeiter wird in 19 Stunden... Oh, meine Maus fällt da gerade runter. In 19 Stunden fertig. Kanone 22 Stunden. Also wieder 2 Bauarbeiter frei. Mit irgendeinem soll ja der King ein weitergehen. Und jetzt aber RH10 Action. Ich wechsle jetzt mal direkt drauf. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Und jetzt bin ich auf dem RH10. Dann brauche ich nämlich keine Pause machen. Das ist ganz gut. Hab jetzt schon wieder ein paar Truppen in der Clanburg. Geht hier alles sehr, sehr fix heute. Jo. Ja, Gold und Elex, ne? Ich sag nur Gold und Elex. Erste Suche hier, gleich erfolgreich. Was habe ich in der Clanburg? 7 Hogrider. Oh, perfekt, perfekt. Wir gehen mal. Ja. Ja, ich mach das mal so. Wir machen das mal so. Dann können wir hier hinten
Die Hütte, ah, die Hütte ist schon weg, okay. Jetzt muss man eben schauen, wo wir hier das Lager vielleicht wegbekommen, ohne dass die Kanone schießt. Ja, dann geht die, dann sollte eigentlich die Queen jetzt weiter nach links gehen, sodass ich hier meine Riesen reinziehen kann. Ich nehme den mal so, wie er ist, denke ich mal. Ich glaube, da seid ihr auch mit mir hier d'accord. So, die Mauerbrecher da rein und den Sprung setzen wir mal hier an. King hier mit rein, dann können die schon mal da reingehen. Oh, die Queen geht doch eine andere Richtung. Ah, tolle Wurst. Queen geht doch eine andere Richtung. Das ist natürlich dusselig. Da muss jetzt unser King hier die Queen hier hoffentlich jetzt machen. Und ich nehme jetzt hier mal, ich nehme jetzt mal die Clanburg hier mit rein. Oh, ich sehe gerade, das ist ja ein Zehner. Das ist ja ein Zehner. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass das ein Zehner hier ist. Oh, 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 oh. Das habe ich nicht gesehen, dass das ein Zehner ist. Ah, jetzt müssen das meine Hawks hier komplett reißen. Ich habe noch einen Heilzauber. Habe hier schon mal ein bisschen Cleanup hier in der Ecke. Queen ist aber noch dabei. Okay. Ich hoffe, die laufen jetzt dem King weg. Da noch was, da noch was. Die Queen kann da noch was reißen. Wir heilen die hier durch. Wir heilen die hier durch. Die müssen nämlich nur den Magerturm machen. Hoppeln jetzt nochmal zurück. Ah, die Defense ist down. Okay, Defense ist down. Dann setzen wir hier unseren letzten Lakaien. Ja, haben wir gerockt hier die Base. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt, aber ihr seht die Hawk Rider. Die ganze Woche habe ich ja hier gefarmt, also hart gefarmt, so muss ich es mal sagen. Und ich hoffe, das hat euch nicht gestört, denn auch Farm ist mein, ist ja mein täglich, hartes Brot hier. Und denn ich komme im Moment wirklich nur abends hier zum Spielen und da muss ich natürlich das mitnehmen, was hier gerade am Bach ist. Also hier ist gerade das Hawk Rider Event. 25 Mal muss ich diese Truppe hier einsetzen, um hier das Buch vor allen Dingen zu bekommen. Und ja, das haben wir gut gemacht. Bonus, ich glaube, der wird jetzt nicht reichen. 260, sollen wir mal gucken, ob es reicht? Nein! Alter, wie knapp. Ah, wie knapp ist das denn? 7 Millionen brauche ich, okay. Ist nicht so schlimm, ich bin hier im Boost. Ah, das ärgert mich natürlich maßlos, aber ist egal. Ich fordere hier nochmal an. Bodengift kann hier gleich nochmal spenden, aber brauche ich nicht. Ich hoffe, die Farmfolgen hier und die Eventfolgen aus der ganz laufenden Woche hier haben euch ein bisschen gefallen. Also auch ich muss einfach so ein bisschen was machen in meinen Dörfern. Das habt ihr, glaube ich, gemerkt. Und ist immer mal wieder ein bisschen Clankick dabei. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Oh, von Attila wieder. 7 Hawk Rider. Vielen lieben Dank, Attila. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja vielleicht zum richtig großen Hawk Rider Event heute Abend wieder. Das werdet ihr dann sehen. Bis dahin, euer Toto. Flashed.